Wir sind beim Walter Müller daheim. Walter Müller, FDP, ein von unseren wenigen Nationalräten, die wir in der Region haben. Der Oli Büchel wäre noch. Aber eben, sonst haben wir den Walter Müller im Oberland. Und da sind wir auch froh drum. Und darum mal sicher danke, Walter Müller, dass du dir Zeit nimmst. Wir sitzen jetzt hier bei dir daheim. Und uns interessiert es natürlich, wie man zu Bern so ein bisschen tickt und auch wie man so ein bisschen taktiert. Und natürlich ganz fest interessiert uns die Umsetzung von dieser Massenwanderungs-Einwanderungsinitiative. Fast hätte ich gesagt, Wanderungs wäre dann völlig verkehrt. Ja, ja, hat aber schon ein bisschen mit etwas mit anderen zu tun. Einfach, gell? Ein bisschen Wandern vom Nationalrat zum Ständerat und jeder sagt jetzt ja und wer will was und wie und wo. Und dann reden wir auch noch über die Rentenreform 2002. Nach dem klaren Nein zu AHV Plus vom Volk ist das ja interessant und jetzt liegt es eben natürlich am Parlament. Wir haben jetzt, da muss ich vielleicht jetzt sagen, die Aufnahme unter Live-Bedingungen, wir schneiden nichts. Das ist am 22. Oktober ist die passiert. Warum sage ich das? Weil es gibt ja die RASA-Initiative, also raus aus der Sackgasse. Und bis zum 26. von diesem Monat muss der Bundesrat entscheiden, ob sie einen Gegenvorschlag präsentieren wollen. Und wenn nicht, hat ja die Staatspolitische Kommission schon angedroht, dann machen sie dann den Vorschlag, dass wir eben einen Gegenvorschlag machen zu der RASA-Initiative. Wir müssen vielleicht mal ein kleines bisschen ausholen. 9. Februar 2014 hat das Volk die Massen-Einwanderungsinitiative angenommen. Und dort steht drin, ich glaube im Artikel 123a, oder? 121, super, eben, darum sind wir im Nationalrat, damit wir die richtigen Zahlen haben. 121a, dass die Schweiz eben Zuwanderung unter Einbezug vom Asylwesen selber regelt und dass Völkerrechtsverträge, wo das verhindert, zu verhandeln und anzupassen sind und das innerhalb von 3 Jahren. Das wäre jetzt dann bald der Fall. Walter Müller, was ist bis jetzt passiert? Ja, es ist sehr viel passiert, aber noch wenig konkret. Also, wie halt in der Politik eben ist, man tut sehr viele Varianten prüfen. Der Bundesrat hat einmal einen Vorschlag gemacht. Wir haben gefunden, das ist nicht das Weide des Kolumbus. Das kann man so nicht umsetzen. Vielleicht ein bisschen eine zu harte Variante gewählt und die Staatspolitische Kommission hat dann einen Vorschlag gemacht. Der ist in den Nationalrat gekommen. Wir haben jetzt in der ersten Runde einmal eine Mehrheit gefunden für den Vorschlag und jetzt ist der Ständerat dran. Die Kommission hat das beraten und der Ständerat wird jetzt dann in der nächsten Session, in der Wintersession, wird er dort das beraten. Das heisst halt in der Wintersession, November-Session, also da wird langsam ein bisschen eine nervige Sache, oder? Ja, wir sind spät, wir sind ohnehin spät. Wir wollen das nicht rechtzeitig können umsetzen. Es geht ja nachher, muss man noch die Referendumsfrist abwarten und von dem her gesehen, werden wir eine Frist überschreiten. Das ist ja so. Sind der Sport, weil es einfach nicht möglich ist? Also müssen wir ehrlich sein, man hat bilaterale Verträge, man hat quasi eine freie Zuwanderung, mit der EU hat man Verträge abgeschlossen und nachher kommt eine Initiative, die ja genau das verhindert. Also Frage Nummer 1, wieso lässt man so eine Initiative überhaupt zu? Und Frage Nummer 2, ist überhaupt eine Umsetzung möglich? Ja, man hat die Initiative als gültig erklärt. Das ist ja so. In der Regel hat man die Tendenz, Initiative auch im Zweifelfall als gültig zu erklären, weil man dann sagt, das Volk soll entscheiden. Das finde ich eigentlich auch besser. Man sollte nicht ohne Not Volksrecht beschränken oder aushebeln. Es macht dann immer einen Eindruck, wenn man jetzt eine Initiative, die jetzt einem halt vielleicht nicht ganz im Kram passt, sagt man, ja, jetzt sucht man Möglichkeit, die hier als ungültig zu erklären. Das ist oft juristisch eine Spitzfindigkeit. Da gibt es Staatsrechtler, die sagen, nein, das ist okay. Und andere sagen, die sollte man ablehnen. Ich persönlich bin der Meinung, im Zweifelsfall für die Volksinitiative und halt auch den politischen Prozess zu führen, die Diskussion zu führen mit dem Volk. Und dann in der Regel kommt das eigentlich dann schon gut. Also das Volk tut nicht nebst allen Realitäten entscheiden. Da sind wir jetzt sicher mit einer Aufgabe konfrontiert, die schwierig ist. Es hat immer geheißen, und im Abstimmungskampf, viel muss einfach verhandeln. Ich habe immer gesagt, ja, zum Verhandeln braucht es zwei, also beide müssen einverstanden sein. Man hat einen Vertrag, wie wenn man privat einen Vertrag hat. Eben darum frage ich, du hast es ja immer gesagt, du hast es schon vorgewarnt, schon vor der Abstimmung. Ja, wir haben, ich
bin auf dem Podium gesehen, wo die SVP die Delegiertenversammlung die Parole gefasst hat und immer gesagt, wenn sie gesagt haben, ja, man muss nur verhandeln, gesagt, ja, okay, verhandeln, sicher, selbstverständlich wird man das probieren, aber man muss beide verhandeln. Das ist genau das Problem, warum es jetzt so lange gegangen ist. Man hat natürlich versucht, man hat das Anliegen deponiert und der hat immer am Anfang abgeklemmt, gesagt, wir wollen gerne nicht verhandeln, was nach meiner Meinung auch nicht verständlich ist, wenn man einen Vertrag hat. Also gut, Angela Merkel hat eigentlich einmal gesagt, ja, also ganz ausgeschlossen hat sie es nicht am Anfang, oder? Ja, also, was sagt man so schön, wenn man nicht ja. verhandeln will, sagt man, ja, man redet mal miteinander, oder man kann mal darüber reden, oder? Das ist aber ein Unterschied, weil wenn man verhandelt, dann haben beide Partner ein Mandat. Sowohl Deo hätte müssen, damit ihren Staaten ein Mandat kreieren, sagen, das ist das Mandat mit der Schweiz zu verhandeln und wir haben das Mandat. Wir haben auch ein Mandat verabschiedet, verhandeln mit der Europäischen Union über die Umsetzung von dem Verfassungsartikel, wo natürlich selbstverständlich die bilateralen Abkommen oder eben im Speziellen die Personenfreizügigkeit tangiert. Aber eben, da ist es irgendwie geschmeckt, das könnte schwierig werden. Und gleich meinst du, ist richtig, dass man es zugelassen hat? Ja, also es ist so. Ich würde, wenn wir eine Basisdemokratie haben, im Gegensatz zu meisten anderen Ländern jetzt in Europa, die eine Parlamentsdemokratie haben, dann muss man das so akzeptieren, wenn es schwierig ist. Dann kann man nicht, man muss so, muss ich sagen immer, in der Demokratie muss man auch Fehler zulassen. Man muss das akzeptieren. Ich bin aber der Meinung, das Volk findet immer wieder den Weg, man kann darauf vertrauen. Aber eben, dann muss man ganz ehrlich sein, dann muss man auch dem Volk zugestehen, dass das Volk auch Fehler machen kann. Brexit ist ein typisches Zeichen, oder? Eine knappe Mehrheit sagt ja zum Ausstieg und dann können die anderen, die knapp unterlegene Minderheit, die dann gleich wieder möchte, diskutieren. Warum tut man sich jetzt in der Schweiz so schwer, dass das Volk auch Fehler machen kann? Rasen wäre doch Möglichkeit, dass das Volk das nochmal könnte ja, anders beschliessen, weil die Initiative ist ja brutal schnell stand gekommen. Ja, das heisst noch nicht. Also, es ist oft so, dass schwierige Initiativen sehr schnell stand kommen, wo es einfach so mal ein bisschen radikal daherkommt, wo halt die Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, da jetzt mal irgendwo den Hammer drauf schlagen und mal ein bisschen sagen, so geht es nicht. Oder? Das ist eher bei diesen Initiativen, die vielleicht etwas schwierig oder auch mal ein bisschen zugespitzt sind. Der Fall, von dem her gesehen, würde ich jetzt nicht sagen, die Rasen-Initiative hat eine Mehrheit. Nein, ich sage, das Volk hat sehr schnell Ja dazu gesagt, mal, wir möchten nochmal darüber abstimmen, ja. Ob man raus will aus der Sackgasse, ob man der Masseneinwanderungsinitiative, den Beschluss, ja, eben Bundesverfassung unter 21 etc. wieder möchte revidieren. Das Volk hat sehr schnell anscheinend erkannt, dass es vielleicht ein Fehler war. Und du sagst jetzt, das Volk macht es quasi immer richtig. Also am Volk muss man auch Fehler zugestehen können. Ja, das sage ich auch. Darum muss man auch akzeptieren, wenn eine Initiative kommt, die halt schwierig ist, die halt uns nicht in den Kram passt. Aber es hat ein Bedürfnis, und auch, es ist ja nicht so, das Volk hat nicht einfach ohne Bedürfnis, es war eine Situation gewesen. Wir haben eine hohe Zuwanderung, die ist jetzt allerdings mittlerweile ein bisschen zurückgegangen, aber jedes Jahr eine Nettozuwanderung von 80'000 Personen, da ist ein bisschen alles Mögliche zusammengekommen, so ein bisschen psychologisches Gefühl, ein bisschen dichter Stress, Bautätigkeit übertrieben und einfach so ein bisschen Boom. Und die Leute haben das Gefühl gehabt, jetzt muss man irgendwo die Notbremse ziehen. Es war eine knappe Mehrheit, aber es war eine Mehrheit, klar ständig mehr gewesen. Und von dem her gesehen ist die Initiative jetzt zustande gekommen und von dem her gesehen ist es auch nochmal die Initiative der Initianten, sondern das steht jetzt in der Bundesverfassung und wir haben den Auftrag. Und wenn wir jetzt zurückkommen, es ist lang gegangen, eben, die EU hat halt zögert, nicht wollen und irgendwann hat der Bundesrat erkannt, er muss eben, wie es eben noch der Übergangsartikel vorgibt, er muss selber die Initiative ergreifen und jetzt ist es ein parlamentarischer Prozess.
Aber meinst du, es kommt etwas stand mit der EU? Meinst du, der Inländervorteil und jetzt noch das neue Asylwesen, das drin stand? Gut, da muss man ehrlich sein, hat man damals nicht gewusst, dass es so viel Zuwanderung unter Umständen im Bereich des Asylbereichs mehr geben könnte, also 2014. Aber meinst du, es kommt etwas stand? Also, ich sage jetzt einmal als Außenpolitiker, wenn man die Augen verschlossen hat und nicht hat wollen sehen, was auf uns zukommt, dann kann man schon sagen, man hat das nicht gesehen. Aber ich glaube, wenn man heute die Situation analysiert, dann muss man sagen, wir sind noch nicht am Ende von der Völkerwanderung. Also das ist, da hat es noch sehr viel Sprengstoff rum und das könnte noch deutlich zunehmen, je nach Situation und Kriegsentwicklung, vor allem in der Türkei, wo ja, zum Beispiel sehr viele Syrer in der Türkei leben und wenn die dort unter Druck kommen, wandern denn die direkt ja, aus der Türkei aus. Also, es gibt da noch einiges, aber das ist ja nicht das Hauptthema jetzt, wenn man die... Ja, das spielt auch die, spielt, die müssen wir dort dann auch beschäftigen. Spielt, also, man hat reingespielt, auch beim Gefühl, also irgendwo immer mehr Zuwanderung. Wir haben ja sehr begrenztes Kontingent gegenüber Drittstaaten und trotzdem sind aus Drittstaaten immer viel mehr gekommen als die Kontingente mit Familiennachzug und so weiter und so fort. Und das alles miteinander hat dann halt dazu geführt, vor allem um Tessin. Tessin haben wir jahrelang vernachlässigt. Ich sage, wir haben zu wenig genau hergeschaut. Die haben jede Abstimmung über die Bilaterale immer abgelehnt, weil die natürlich einen massiven Druck haben. Und ich bin überzeugt, wenn man dort vorher hergeschaut hat, was sind die Probleme. Ich meine, schlussendlich könnte man sagen, dass Tessin allein hat die Abstimmung gekippt. Und das ist ein Versäumnis, wo man gemacht hat. Man hat zu wenig genau hergeschaut, man hat zu spät. Wir haben zwar immer gemahnt, wir haben immer gesagt, man muss die Zuwanderung aus Drittstaaten einschränken. Aber man ist auf taube Ohren gestoßen. Das Bedürfnis war da gewesen und so ist halt das gekommen, wie es hat müssen kommen. Meinst du, es gibt etwas, also Inländerschutz, oder das ist jetzt etwas, die Inländerschutzklausel und Meldepflicht hat der Nationalrat ja beschlossen, oder? Ja, der Streit geht ja jetzt vor allem darum, tut man jetzt den Verfassungsartikel konsequent und hart umsetzen oder tut man sinngemäß umsetzen und da muss ich sagen, du hast vorher mal irgendwo etwas erwähnt von der Quadratur des Kreises. Ich habe gerne Geometrie gehabt, aber ich habe noch nie einen eckigen Kreis gesehen. Also, ja. Oder man macht dann um das Quadrat einen Kreis, ich weiß es nicht. Ja gut, das ist es nicht, oder? Es ist Archimedes, oder? Ja, gut. Also wenn man dann muss da in Geschichte zurückgreifen, ich glaube, man muss das Problem heute lösen. Und so lösen, dass es für unser Land, für die Wirtschaft und für die Bevölkerung stimmt. Und ist halt eine politische Aufgabe, nicht unbedingt eine mathematische. Also mit dem Archimedes kann man nicht gehen. Wäre wirklich eine politische Aufgabe, die ihr einmal zusammenzuziehen müsst. Ja. Im Nationalen, über Fraktionen weg und natürlich dann auch unter den beiden Räten. Also ist Demokratie auch, wie es im Parlament immer so hin und her läuft, sag nochmal, 22. Oktober. Gestern haben wir die Arena gesehen, die fragwürdige U1-CVP. Präsident einzugehen, jetzt sei das Christentum mit Rechtsnorm prägt und zwar nicht direkt, aber indirekt doch ein bisschen alle anderen ein bisschen ausgrenzt. Ist Demokratie ein Zufallsprinzip geworden? Ist Demokratie am Ende, sind ihr auch irgendwie einfach zu fest in eure Macht verstrickt und zu wenig denken ihr an Allgemeinheit? Du hast ja immer Mehrheiten geschafft. Du weißt, wie man Mehrheiten schafft. Du hast immer gut taktiert, aber es fehlt dir manchmal auch der Rückhalt aus der eigenen Partei, wenn du ein bisschen über Parteigrenzen raus taktieren willst, oder? Ja, mit dem muss man leben, oder? Man muss so akzeptieren. Ich bin auch der Meinung, wenn man überzeugt ist, dass etwas richtig oder falsch ist, dann muss man auch dafür einstehen. Und wenn man nicht sofort die Scharen drum herum findet, die jubeln und sagen, du hast recht, oder? Das ist, ich denke, man darf auch selber zu einer Meinung stehen, wo man sagt, wo auf den ersten Blick schwierig ist zum Umsetzen. Auch wenn man von der eigenen Partei... Ich sage immer, etwas Einfaches kann ja jeder machen. Aber halt schlussendlich auch die Leute können überzeugen und vielleicht auch Schritt um Schritt das Ziel erreichen. Und das ist genau jetzt, ich denke,
als Außenpolitiker sage, das ist jetzt genau das Vorgehen, das ich persönlich als erfolgreich anschaue. Wir werden nicht jetzt auf einen Schritt das Maximum erreichen mit der Umsetzung dieser Initiative. Was mir vor allem gefällt, ist die eigenständige Umsetzung. Wenn wir es eigenständig umsetzen, dann kann uns die EU nicht so quasi Bedingungen stellen. Also, aber das war schon eine Zeit lang ein bisschen Bedingung oder im Raum gestanden. Wenn wir euch Zugeständnis machen, dann muss ihr bei den institutionellen Fragen, also Gerichtsbarkeit, Rechtssicherheit, muss mir Zugeständnis machen. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Also, da bin ich jetzt hundertprozentig überzeugt, wenn wir so einen Giftmix der Bevölkerung vorlegen, dass wir scheitern. Dass, wenn wir jetzt sagen, marginale Zugeständnisse bei der Personenfreizügigkeit und maximale Zugeständnisse bei der Gerichtsbarkeit, bei der Rechtsübernahme, die statischen Abkommen werden dynamisch, man muss jede Weiterentwicklung mit übernehmen. Man kann zwar noch dreimal husten, aber schlussendlich müssten wir folgen. Das ist schon, wenn man jetzt sagt, quasi, man kann dann den ganzen Prozess das Parlament kann ja sagen, das Volk kann über das Referendum ja sagen, wenn die EU eine Weiterentwicklung hat. Aber wenn am Ende des Prozesses, wenn wir Nein sagen, das heisst, das Abkommen ist dann gescheitert, dann ist es also so quasi, sagen, politisieren mit der Pistole auf der Brust. Dann ist eigentlich der demokratische Prozess nicht wirklich etwas wert. Weil wenn man dann am Schluss, er ist etwas wert, wenn man am Schluss so Nein sagen kann. Wenn wir am Schluss Nein sagen, das passt uns nicht, das wollen wir nicht, dass es dann übertriebene Konsequenzen hat, also quasi einen Guillotine-Effekt, jetzt bei der Personenfreizügigkeit, wenn das fällt, fallen noch alle anderen Abkommen. Das wird das Schweizer Volk niemals akzeptieren. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich habe immer gesagt, wir sind einmal untertanen gewesen, das muss ich nie mehr haben. Eben, es muss ja für beide stimmen, natürlich für die EU ist klar, auch für uns. Und sonst laufen je Gefahr von einem Referendum, oder? Und dann wäre es dann ohnehin eine scheitere Sache, oder? Ja, darum bin ich dafür, eigenständig umsetzen, dann gewinnen wir Zeit. Ich glaube, dann hätte auch die EU das besser, weil die EU ist momentan, man könnte jetzt nicht behaupten, sie wären sehr stark unterwegs. Und es passiert natürlich immer, wenn man nach innen eher ein Problem hat, versucht man nach außen Stärke zu zeigen. Also es ist falsch, wenn man jetzt hofft, von uns aus hofft, die EU ist jetzt in einer schwachen Position, sie sind intern zerstritten, sie würden uns Zugeständnis machen. Es ist eher das Gegenteil. Und Brexit, der Austritt oder der mögliche Austritt oder vorgesehene Austritt von England, kommt uns nicht entgegen. Aber ich bin überzeugt, jetzt eine Zeit gewinnen, eine Umsetzung machen, die in die richtige Richtung geht. Das heisst ja, in dem Verfassungsartikel einerseits ist dort drin, Kontingent, Höchstzahlen. Das heisst aber auch im Interesse der gesamtwirtschaftlichen Interessenberücksichtigung. Und genau da muss man jetzt eigentlich eine Lösung suchen, dass das für uns stimmt, dass es für Bürgerinnen und Bürger stimmt, dass es so von der EU akzeptiert werden kann und dann Zeit gewinnen. Und später könnte ich mir vorstellen, England muss ja auch eine Lösung finden, aber auch innerhalb von der EU. Also man hört, wenn man mit diesen Ländern redet, durchaus Verständnis. Es ist einfach ein bisschen das Problem, wenn sie in Brüssel sind, dann ist bei allen Staaten oft der Schalter auf Brüssel gestellt, auf EU gestellt, dann sind wieder die Interessen, das sind dann gegenseitige Abhängigkeiten rum. Das ist natürlich am Osten, weiss man, dass man Transferzahlungen überkommt und dann ist es dann ein bisschen schwierig, das, was man vorher uns vielleicht bilateral versprochen hat, dann so wirklich konsequent umzusetzen. Und ja, jetzt sind wir in der Situation und wir müssen aus der Situation rauskommen. Was wir sicher nicht sollten und nicht dürfen machen, was politisch falsch ist, wenn wir jetzt hier aus dieser Situation eine politische Übung machen, wo wir eigentlich
ja, so ein unsere Grundprinzipien in Frage stellen. Wenn wir jetzt so ein von denen, die die ganz harte Tour wollen, sagen, das ist jetzt das ist, Volksrecht missbraucht und so weiter. Manchmal, und das sind auch andere Initiativen, manchmal muss man ein bisschen eine pragmatische Lösung, die aber wirklich das Ziel im Blickfeld hat und vielleicht nicht der Weg ein bisschen differenziert ist, aber das Ziel muss stimmen. Und ich glaube jetzt auch, was wir jetzt gesagt haben mit dem Inländervorrang, du hast das, glaube ich, angesprochen. Also den muss man jetzt sicher, den muss man jetzt nach meiner Meinung noch ein bisschen, den muss man jetzt noch ein bisschen konkreter machen. Einfach Meldepflicht oder von der freien Stelle. Den muss man noch konkreter machen. Und ich frage mich einfach, wenn ein arbeitslos ist und wir haben ein Kontingent, jetzt sagen wir mal, während der Abstimmung ist jetzt schon 40'000 gefallen. Ja, dann, theoretisch kämen dann immer noch 40'000 vor dem sogenannten, also vor dem Arbeitslosen. Und wenn man jetzt natürlich den Inländervorrang ausbaut, was nach meiner Meinung für unsere Leute sehr wichtig ist, halt für die, die jetzt einmal 50 plus sind und vielleicht einen Arbeitsplatz suchen, dass der sich den Vorrang hat, finde ich eigentlich grundsätzlich noch besser, als wenn wir jetzt so ein Kontingent, wo wir dann, wenn wir das noch halbieren, es sind dann immer noch 40'000 vor ihm, theoretisch, oder? Aber können wir es denn umsetzen in einzelnen Branchen? Du als Gemüsler, du bist jetzt ein Pensionist eigentlich, oder? Wir sind so ganz in einem anderen Haus, haben fast schon falsch gesucht, oder? Aber, oder wenn du denkst, Polen können pflanzen, ernten und so weiter. Also, und natürlich nicht zuletzt darum, weil es auch günstiger sind. Und weil vielleicht die, auch die Gemüsler vielleicht das gar nicht können zahlen. Können wir den Inländervorrang überhaupt umsetzen? Also jetzt muss ich sagen, jetzt sind wir beim entscheidenden Punkt. Wenn wir natürlich das Gefühl haben, das ginge ohne jede Einschränkung, ohne jede Aufwand, einfach so, wir können es jetzt einfach so machen, wie wenn man am Sonntag auch spazieren geht, dann bin ich auch der Meinung, dann nehmen wir den Verfassungsauftrag nicht ernst. Denn das geht nicht. Es wird einen Aufwand geben, auch für wahrscheinlich für uns alle oder für alle, die irgendwie leben. Es wird nicht einfach, man kann nicht einfach die Finken anlegen und meinen, es ging so weiter. Das ist jetzt ein Auftrag, den wir haben, und es wird Einschränkungen geben, es wird einen Aufwand, und wenn wir das nicht machen wollen, dann würde ich auch sagen, dann haben wir den Auftrag nicht ernst genommen. Also die Politik kann dann Vorgaben machen, aber natürlich, also das Gewerbe und alle, die sind dann auch betroffen, die müssen natürlich, ja. Es ist so, es wird Konsequenzen haben, es wird meint, oder, aber wir haben es früher auch gehabt, man hat auch müssen Anträge stellen, es wird einen gewissen Aufwand geben, das ist ja so, aber ich bin der Meinung, das muss man akzeptieren. Und du als es geht Beispiel. Einfach nicht zum quasi zum Nulltarif, geht es nicht. Und da müssen jetzt alle sich aufeinander zubewegen, und wenn wir alle wollen und sich aufeinander zubewegen, dann meine ich, das ist es möglich, dass wir eine Entwicklung entstanden, die letztendlich dem Willen der Bevölkerung entspricht. Aber das sollte möglich sein. Du als Handwerk kennst du das. Ein ehemaliger Bauer, wenn er heute wieder erfolgreich ist, ist ein Unternehmer, hat sich extrem verändert, hat viele Vorschriften bekommen, muss Bodenprotokoll machen, wenn er Güllen ausführt etc. Und so weiter. Also die Landwirtschaft, die erfolgreich, hat das eigentlich auch geschafft. Dann müsste das ja flächendeckend auch irgendwie möglich sein. Oder? Ja, knurrend. Also wir ja, schon, aber. Ich würde sagen, dort haben wir ja schon ein bisschen mit den Vorschriften. Wenn ich da meine Ordner angeschaut habe, früher, wenn man mir das gesagt hat, als ich angefangen habe, Burnen, wenn mir hier gesagt hat, du betreibst einmal den Aufwand oder du musst den Aufwand betreiben, hätte ich gesagt, nein, das ist ja gar nicht möglich, also das kann es nicht sein. Dort haben wir sicher übertrieben. Aber nochmal zurück zu dieser Initiative, da das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, sondern da hat es zu tun damit, ob wir wirklich ernsthaft und glaubwürdig wenn wir die Zielsetzung erfüllen wollen. Einerseits und andererseits, und da muss man auch betonen,
Darüber haben wir jetzt noch wenig geredet. Wir wollen natürlich die bilateralen Verträge erhalten. Das ist so. Ja. Und jetzt muss ich mal fragen, oder? Ich bin hier natürlich halt Laie, das ist ja hochkompliziert. Also, wir können den eigenen Weg beschreiten, wenn der National- und Ständerat beide sagen, wir machen das. Die EU kann dann quasi nicht reinreden. Und du meinst denn, dass wenn wir den eigenen Weg beschreiten, dass die EU dann mit dem auch einverstanden ist? Das wäre die Idee? Ja, also... Der EU fällt es wahrscheinlich leichter, eine eigenständige Umsetzung zu akzeptieren, als ein Verhandlungsresultat zu bringen. Aber kann es uns passieren, ich muss noch mal fragen, kann es uns passieren, dass wir einen eigenständigen Weg einmal machen und wir sind einheitlich der Meinung, alle nationalen Ständeräte, alle 246 in der Mehrheit wollen machen so, kann es dann passieren, dass die EU sagt, nein, wenn sie es so machen, dann sind die Bilateralen weg? Sie müssen ja dann künden, oder? Ja. Und da müssen ja alle 28 Staaten oder vielleicht dann nur noch 17, ich weiß nicht. Man streitet ja jetzt drüber, oder die Engländer irgendwie, ob sie noch Vollmitglied sind. Aber alle Staaten müssten zustimmen. Ja, das wäre ein Vorteil. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es zu einer Kündigung kommt. Das ist nicht. Also alle. Das ist nicht so ein Problem. Warte nochmal. Alle Staaten müssen ja sagen. Ja. Das geht mir also schon bei dieser Zeit, Wallonien und so weiter. Weil es hat geholfen, ja nie, dass alle Staaten bereit wären, die Schweiz aus der Bilaterale zu schmieren. Oder? Sie haben natürlich, also das Beispiel ist ja noch interessant jetzt da mit dem Abkommen Freihandels oder CETA da mit Kanada. Das zeigt ja ein bisschen das Problem der Europäischen Union und ihre Schwächen aufzeigen. Aber er macht eine Hoffnung, glaube, oder? Ja, Vorsicht, Hoffnung, Vorsicht. wenn ich sage, ich persönlich glaube nicht an eine Kündigung, dann ist das nur die halbe Konsequenz oder Wahrheit. Das Problem, dass die EU vielleicht eher würde uns so ganz gezielt, was uns wehtut, könnte ein bisschen auf die Füße stehen. Die Gefahr ist grösser. Das haben sie ja ein bisschen gezeigt, als sie das Forschungsrahmenabkommen sofort einmal sistiert haben. Nach meiner Meinung so ein bisschen, eigentlich fast ein bisschen eine billige, billige Trotzreaktion. Ja. Also bei uns mit Bäuerli und Zwickli das Schokolade rausnehmen. Ja. Ja, unter Umständen. Also eben, dass sie uns so ein bisschen, vielleicht ganz gezielt würden, plagen oder vor allem auch jede Weiterentwicklung, wenn wir zum Beispiel Stromabkommen oder im Dienstleistungsbereich, sie haben schon Möglichkeiten, uns ein bisschen zu picken, oder? Und das täte uns wahrscheinlich mehr weh. Und was wir noch gerne nicht angesprochen haben, was wie ein Dach über dem gesamten Staat, so ein bisschen, die Sicherheit, Rechtssicherheit, wissen, woher geht der Weg, das ist für die Wirtschaft in der Schweiz ganz zentral. Dass wir sofort, wenn man irgendwo mal im Ausland unterwegs ist, Unsicherheit, das ist Gift, das ist tödlich für die Wirtschaftsentwicklung, für die Dynamik und letztlich um die Arbeitsplätze. Da nützt denn gar nichts, wenn wir dann einen totalen Inländervorrang haben, wenn die Wirtschaft nicht mehr investiert. Der erste Schritt ist ja vor allem einmal Investitionen zurückhalten. Jetzt sagen wir, jetzt warten wir mal ab und schauen, was passiert. Wir investieren jetzt nicht gerade sofort hier in der Schweiz. Der nächste Schritt ist, das geht ein bisschen lang, da tun wir vielleicht dann gleich gescheiter im Ausland mit einen anderen Standort ausbauen und so weiter. Und andere, wir sind ja immer abhängig, dass Wirtschaft, Unternehmen in die Schweiz kommen. Wir haben auch sehr viele Direktinvestitionen aus den USA. Die kommen ja vor allem in die Schweiz, weil es für Süd auch interessant ist. Und da, die schauen natürlich genau her. Ist da eine Rechtssicherheit da? Wie steht die politische Situation? Wie ist die Entwicklung? Woher geht die Schweiz? Und wenn da Unsicherheiten da sind, dann
tut man vielleicht einmal abwarten oder man tut einen anderen Standort wählen. Und das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist fast das Pudelskern, das ist der ganz wichtige Kern, wenn man immer die Bilaterale so bedroht, betont, Entschuldigung, dann ist es, geht es im Wesentlichen nicht immer noch, dass irgendwie einzelne, ja, die Verträge so wichtig sind, jetzt die auch wieder nicht. Aber in der Summe und von der Wirkung her sind halt die trotzdem zentral. Der Standort Schweiz ist wichtig. Unternehmer aus, in Amerika haben mir einmal gesagt, für uns ist die Schweiz interessant. Rechtssicherheit, liberales Arbeitsrecht, günstiges Steuerklima, nicht Mitglied von der Europäischen Union, aber trotzdem gute Beziehungen, das ist für uns sehr interessant. Und das kann man ja eigentlich an den Investitionen, den Direktinvestitionen ablesen. Das tut sich dort spiegeln. Und ja. Darum betone ich das so und darum ist das auch so wichtig. Und ich sage so, zu denen, die immer wieder behaupten, ja, diese bilateralen Abkommen sind sehr nicht so wichtig, wir haben als Freihandelsabkommen 72, das stimmt, das ist auch wichtig, das ist eine wesentliche Basis, aber das Ganze drum und dran und eben die Konformität von Normen und so weiter und gegenseitige Akzeptanz und Bildungs- und Forschungsfragen und so weiter und so fort, die sind halt trotzdem sehr wichtig in der Summe. Man hat gemerkt, das ist die Rennstunde. Vielleicht zoomen wir mal ganz ein bisschen auf. Wir sind jetzt hier in Satzmus. Man sieht ja oben runter auch so einzelne Betriebe, wo man dann sieht, wie schnell das ein Betrieb kann irgendwo weg sein kann, wie schnell das vielleicht wieder auch da sein kann, wenn es dann stimmt. Also, es ist ganz eine heikle Geschichte. Und wie du sagst, das Gesamtpäckchen spielt eine grosse Rolle. Wir hatten mal der Birkenstock gesagt, warum das ich auch in Obwalden auch produziert. Es hat also in der Schweiz die Betriebe nicht. Er ist auch anständig zu der Belegschaft, zu den Leuten, aber er hat weniger Schwierigkeiten als zum Beispiel in Deutschland, oder? Und ich glaube, das sind so kleine Sachen, wo wir wirklich Qualitäten, die wir uns müssen aufrechterhalten müssen. Die letzte Frage zu diesem Thema. Hast du das Gefühl, es kommt spät, also bis zum 9. Februar lange nicht, aber hast du das Gefühl, wir kriegen etwas ein, sodass es dann eben auch für dich stimmt, dass wir einerseits eine Möglichkeit haben, um den Volkeswillen umzusetzen und andererseits eben unsere Verbandelung mit der EU nicht verlieren? Ich glaube, es ist möglich, wenn alle sich aufeinander zubewegen und wenn wir sagen, das ist ein Weg, der ein Ziel hat, wo aber nicht, es wird nicht sofort die harte, ganz konsequent und alles erfüllt. Aufeinander zubewegen? Ja, wir müssen das schaffen. Also im Interesse von unserem Land, von unserer Wirtschaft, von unseren Arbeitsplätzen, müssen wir es schaffen, dass wir eine Lösung finden. Man sieht, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es braucht einen langen Schnauf, es braucht viel Wissen, es braucht auch Geduld, Toleranz, man muss Mehrheiten schaffen. Es braucht wirklich unendlich viel und das natürlich auch bei der Rentenreform. Ich weiß nicht, fast schon zu wie viel Mal jetzt diskutiert. Ihr wisst natürlich, da kann man immer sagen, ja, das Parlament, ja, so diskutiert es wieder. Aber ihr wisst, wir werden da länger älter, oder? Wir sind ja anscheinend auch nicht bereit, das hat die Abstimmung im September gezeigt, also für die AV mehr zu zahlen, oder? Das heisst also, wir erwarten im Grunde noch eine Lösung von der Politik und wir sind der echte Nutznießer. Da müssen wir also schon auch ja, froh sind, dass wir die geduldigen Leute in Bern haben, und zwar in Bethnerhöht. Rentenreform 2020, Walter. Du bist jetzt schon, du bezeugst schon AHV. Wie siehst du das, die Rentenreform 2020? Da gibt es ja Massnahmenpakete, also noch und nöcher. Also, die Frauen ist klar bis 65, aber dann sollen noch die Witwerrenten nicht mehr bezahlt werden, wenn dann z.B. die Witwer keine Betreuungspflicht mehr haben, etc. und so weiter. Also, ist da schon ein Weg in Sicht? Ja, ich glaube schon. Und ich nehme an, das interessiert ja dich auch. Du bist ja auch noch so weit weg. Ja, klar, natürlich. Und uns alle, ich glaube, ich sage einfach, das ist etwa das Paar dazu, wenn wir die ersten 20 Jahre sagen, wo wir mit Bildungschancen, Chancengleichheit schaffen, dann haben wir das aktive Leben und dann ist schon der dritte Lebensabschnitt, wo wir eigentlich mit unserem Sozialsystem wieder die sozialen Unterschiede ein bisschen glätten. Man tut wieder eine gewisse Chancengleichheit schaffen. Und das ist letztendlich für einen sozialen Frieden in der Schweiz sehr wichtig. Und die AHV ist
ein grossartiges Werk. Wir reden aber jetzt in der Altersreform 2020 natürlich nicht nur von der AHV, wir reden eigentlich auch von der Pensionskasse. Und wir reden in einer Zeit, wo es ein bisschen schwieriger geworden ist, weil letztendlich auch das Geld, das man im Fonds hat oder in der Pensionskasse, der nur mal dort einstreut. Es fehlt so der dritte Beitragszahler und das tut jetzt halt zunehmend die Probleme verschärfen. Du hast es angetönt, wir werden immer älter, das heisst, es hat das Verhältnis Arbeitnehmer und Rentner, also der arbeitet und der in der Rente ist, der tut sich immer zu Ungunsten von der arbeitenden Bevölkerung. Man muss immer mehr Rentner und die arbeiten, tragen. Und das Problem spitzt sich zu. Und es zeigt sich ja, dass die Berechnungen zeigen, also das kann man ausrechnen von den Leuten, die heute schon da sind, dass wir 2030 irgendwo 7 Milliarden Defizit, ein Loch haben, pro Jahr. Also immer gerechnet vom jetzigen Stand aus, dass sie ja Pension und AHV aus sich können so finanzieren können. Ja, also wird das ja auch länger schwieriger, oder? Ja, aber ich sage, aber wir müssen ja von dem aus gehen, was wir heute haben. Und wenn wir das berechnen, wenn wir nichts machen, dann haben wir schon 2030 haben wir eben etwa 7 Milliarden haben wir dann ein Loch. Kasse, und das kann man ja nicht so anstuhlen. Und wir müssen etwas machen. Und das heisst, wir müssen bei der AHV Korrekturen machen. Und zwar bei der Leistung und beim Beitrag. Das ist auch so. Man kann es nicht nur einseitig machen. Man kann nicht einfach sagen, ja, jetzt, du kannst jetzt noch lange nicht in die Pension gehen. Du bist noch Busper. Du kannst ja noch locker bis 70 arbeiten. Dann sagt deine Frau vielleicht auch mal, das ist eigentlich, das will ich eigentlich nicht. Ja gut, meine Frau, da muss ich gerade mal sagen. Also zum Beispiel Witwerrente, 14 Jahre auseinander, dann ist die Betreuungspflicht nicht mehr. Wenn ich jetzt früher sterbe, dann fällt ihr je nachdem die Witwerrente weg. Dann beim Wechsel von der Pensionskasse, von der einen oder anderen, sage ich jetzt mal, kann nehmen, gibt es inzwischen die Bestimmung, dass dort die Witwerrente für eine Frau, die mehr als 10 Jahre älter ist, auf einmal, weiss nicht, 10 oder wie viel Prozent gesenkt wird. Also da gibt es ja laufend Vorschriften, wo man muss sagen, ja, wenn man es dann erlebt, ist es dann so, gibt es noch etwas oder gibt es dann nichts mehr oder was ist denn da los? Nur viele Leute haben ja Angst, es gibt gar nichts mehr. Nein, also das ist ja genau das Ziel. Das ist ja genau das Ziel, das zu verhindern. Darum brauchen wir die Altersreform und darum darf die auch nicht scheitern. Das ist ganz zentral und darum dürfen wir auch das Fuder nicht überladen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wahrscheinlich mit grösster Sicherheit das Volk darüber abstimmt. Das muss man davon ausgehen. Oder kann man sicher davon ausgehen. Und dann muss man eine Vorlage haben, die sagt, okay, es braucht Korrekturen. Die Witwerrente, die wäre ja nach wie vor gesichert, wenn Kinder da sind und solange Kinder da sind. Ich glaube, das ist schon nicht das zentrale Problem. Also, was jetzt vielleicht die Frauen betrifft, ist sicher, dass man das AHV-Alter anhebt auf 64 auf 65. Das bringt irgendwo dann in der Summe 1,3 Milliarden. Da spürt man, da ist ein grosses Verständnis. Sicher nicht ganz von allen, aber im Großen und Ganzen sagen wir, die Frauen werden eigentlich in der Tendenz statistikbeweise älter. Warum früher? Das ist vielleicht ursprünglich gerechtfertigt. Ja, gut, das finde ich so völlig gerecht. Aber das andere wegen der Witwerrente möchte ich schon etwas sagen. Also, es gibt ein herkömmliches Familienmodell, wo eben eine Frau sehr, sehr viel schafft im eigenen Haushalt mit dem eigenen Kind. Gott sei Dank, man sieht, wenn das nicht passiert. Wir kennen das, weil es so nicht so richtig wahrhaben. Das ganze Kita-Denken mit 2 Jahren Kind abschieben und solche Sachen ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt. Aber wenn jetzt eine Frau sagt, nein, entscheidet mir Familie und für Kind und dann natürlich aus dem Job rausgeht und dann auf einmal ist sie Witwe und dann würde sie nichts überkommen, weil die Kinder schon erwachsen sind, hat aber keinen Anschluss mehr ins Berufsleben. Das ist ja auch nicht unbedingt die richtige Reaktion in einem Land, wo zu einem Familienmodell steht, das noch anders ist als in vielen EU-Staaten. Ja,
solange die Kinder nicht erwachsen sind, wird die Rente ja gewährleistet. Wenn sie in Ausbildung sind, auch bis ja, 25. Aber noch nicht mehr, was passiert denn? Und wir haben auch ein System, das ist sicher so, dass man Härtefall muss können abfedern können. Das wird da der Fall sein. Ich glaube, das ist nicht der Knackpunkt. Da finden wir sicher eine Lösung, wo man sagen kann. Wir müssen einfach verhindern, dass irgendjemand dann unglücklich zwischen Stuhl und Bank geht. Aber wir müssen trotzdem... Sagst jetzt du oder wird auch von einem anderen so umgesetzt? Ja, ich glaube, wir können gerne nichts anderes machen. Wenn wir etwas beschliessen, wo man könnte sagen, eine grosse Gruppe ist irgendwo... Die Gefahr, dass die mal in ein Loch fallen, das ist nicht mehrheitsfähig. Das hätte dann das Potenzial, dass man Abstimmung verlieren würde. Das können wir uns nicht leisten. Umwandlungssatz, aber wir können uns auch nicht leisten, nichts zu machen. Ja, das ist also wir müssen bei der AHV müssen bei der Leistung etwas machen, wir müssen aber auch bei der Finanzierung, bei der Mehrwertsteuer, das ist so, das ist für gewisse, aber es geht nicht anders. Wir müssen dort etwas machen. Und dann finden wir den Weg. Das geht doch ein stufenweise. Für mich ist schon sehr wichtig die Flexibilisierung von zwischen 62 und 70 und so das Fixalter wäre dann eigentlich die 65. Also von heute aus geht Berechnung minus plus. Es gibt viele Leute, die heute gerne am Arbeit, die gerne ein bisschen länger arbeiten. Finde ich auch richtiger, finde es gescheiter, wenn erfahrene Leute länger bleiben, als man neue Leute aus dem Ausland. Würden die eben Rente verlieren? Ja, das ist also wer jetzt früher geht, der hat etwas weniger. Der sagt, mal, ich will jetzt die Rente, ja. Ich will jetzt noch ein bisschen geniessen und unter welchen Umständen noch immer. Und ich, oder er hat vielleicht auch selber angesperrt, hat auf das Ziel hin geschafft. Und jetzt so in deinem Fall hättest du jetzt so können sagen, bezüglich sehr später? Ja, ich habe das so gesagt. Ja. Ich habe das so gesagt, man kann auch später bezüglich. Aber du hättest jetzt so können mit 65 bezüglichen ja. Und hast du Einkommen als Nationalrat. Ja, das kann man. Ja. Das ist dann nachher auch. Aber was passiert, wenn du sagst, nein, ich bin so Nationalrat, ich beantrage erst mit 68. Hast du dann 3 Jahre Rente geschenkt, oder? Das kommt dann darauf an, wie alt du wirst. Ja. Das kannst du nicht berechnen. Das gibt dann, wenn du später bezüglich, gibt es einen Zuschlag. Ah, eben, dann kriegst du ein bisschen mehr. Und wenn ein Gefühl hat, so alt würde ich vielleicht trotzdem nicht, oder ich will jetzt das Geld, dann bezüglich er es halt. Und wenn jemand sagt, ich riskiere jetzt das, ich tue jetzt das mal ein bisschen rausschieben. Dann kann er das. Und ich finde das so richtig, das tut eine gewisse Individualität. Das tut auch der eine sagt vielleicht, das ist ja heute auch Tendenz, wo so jung sagen, ich will so jung, ich will reisen. Ich arbeite etwas länger. Der andere sagt, nein, ich fange früher an. Ich will aber, wenn es möglich ist, ein bisschen früher gehen. Und die Flexibilität, die finde ich richtig. Das wäre eigentlich hervorragend, wenn man sich denkt, mit der Ferien ist schon lange her, oder? Also auch gegen 2000 Rente mit 67 und der Norbert Blühe mit seiner ersten Rente und solche Sachen. Wir sind einfach noch komfortabel dran, obwohl wir quasi dann das Loch halt dann 2030, wenn wir jetzt auch nach Deutschland schauen, oder? Ja, bei uns ist einfach, also Rentenalter 67 findet keine Mehrheit. Flexibilisierung schon, ja, aber wir müssen halt das dann können. Wir müssen das können durch eine Volksabstimmung und wir müssen nicht, ich sage, wir können uns nicht leisten, jetzt eine Vorlage zu bringen. Also das ist meine Beurteilung. Vielleicht teilen das andere, das mag sein, aber wir können uns nicht leisten, nochmal eine Altersreform abzuschicken. Also muss man eine Lösung finden, wo halt allen ein bisschen entgegenkommt oder entgegenkommt. Alle müssen, ich kann eher anders sagen, alle müssen ein bisschen ein Opfer bringen. Es lohnt sich nicht, wenn wir hier bei der Pensionskasse, wenn wir jetzt noch nicht darüber geht, oder und über Senkung vom Umwandlungssatz. Also das ist legitim. 6,80 Franken wird zu 6 Franken. Ja, wenn wir das nicht senken, ja. Dann ist es so, dass
die ältere Generation Geld von den Jungen nimmt. Mhm. Man weiß ja so, man tut ja Arbeitgeber, Arbeitnehmer, da macht man ein Häufchen. Und das Häufchen muss dann quasi langen. Das ist dann der Umwandlungssatz. Und wenn man halt immer wieder älter wird, zum Glück wird man ja älter. Oder? Ist ja schön, wenn man gesund und munter ist. Sonst ist es vielleicht ein bisschen weniger schön. Dann, nachher, dann muss man ja den Haufen Jahr für Jahr abbauen. Mhm. Abbauen. Wenn man halt älter wird, dann muss man schauen, dass das Häufchen oder der Haufen ein bisschen länger langt. Also muss man den Umwandlungssatz annehmen. Und da ist jetzt ein bisschen eine Differenz zwischen National- und Ständerat. Der Ständerat hätte eigentlich wollen, da bei der AHV kompensieren, aber nur bei den Neurentnern. Und das finden wir eigentlich ungerecht. Erstens ungerecht und Gießkannensystem. Ein Haufen kommt zu über, was gerne nicht brauchen. Bei vielen, die Ergänzungsleistung würden so gerne aus der Ergänzungsleistung rausgehen. Also da, das ist eigentlich nicht die schlechteste Lösung. Und vor allem ist es so, die bestehenden Rentner kämen nicht mehr über, nur Neurentner. Und bei den Neurentnern haben wir noch die Übergangsfrist von der Pensionskasse, bis sie wird. Also es steht quer in der Landschaft. Und darum haben wir jetzt eigentlich haben wir den Vorschlag eingebracht, eher bei der Pensionskasse zu kompensieren. Das heisst, was heisst kompensieren? Das heisst, früher mehr einzahlen, auch mit dem Grund, dass man nicht später da die Steigerung hat, wo eigentlich dann die Attraktivität von jemandem, der 50, 55 ist, reduziert, dass man dort eigentlich nicht mehr dann die extreme Steigerung hat. Ich denke, da ist jetzt noch nicht ganz ausgegoren. Also von mir aus, da muss ich jetzt sagen, man muss aufpassen, dass man den jungen Leuten, den Familien nicht zu viel Geld entziehen und auf irgendwo auf einen Haufen legen. Jetzt in der Situation, wo eigentlich die Situation sehr ungünstig ist. Also da ist nach meiner Meinung noch nicht das letzte Wort gesprochen mit der Kompensation. Walter Müller, herzlichen Dank, dass wir bei dir sein einen Einblick haben dürfen in Bern. Ich habe festgestellt, es ist sehr kompliziert. Und wenn ihr daheim jetzt Fragen habt, dürft ihr uns gerne auch mailen, rw.rsnweb.ch oder 599 18 18 auch telefonieren. Ihr habt gemerkt, also Bern braucht einen langen Schnuff, braucht viel Toleranz, braucht viel, viel Wissen. Und ich habe sicher auch gemerkt, und das darf ich jetzt auch sagen, auch ohne jetzt die journalistische Objektivität in Frage zu stellen. Wir haben sicher auch gemerkt, dass der Walter Müller ein Nationalrat aus unserer Region ist, der sehr, sehr engagiert ist, also ein guter Vertreter in Bern. Vielen Dank, Walter Müller, 22. Oktober, 5 vor 12 Uhr. Hier bei dir der Heizatmus. Wir haben draußen gehört, die Frau rumpelt ein bisschen. Ich glaube, es gibt bald zum Mittag. Und Nationalrat muss immer wieder essen und trinken, oder? Ja, wir übertreiben es nicht so. Manchmal essen wir ihn erst am Abend wieder. Also, das ist noch ein bisschen, wir haben es doch noch ein bisschen individuell. Super. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und demnächst sicher wieder mal mit Walter Müller, damit wir auch ein bisschen verstehen, warum das heute mal so kompliziert ist und wir meinen vielleicht, das sei viel einfacher. Ist es eben nicht.